Moin Leute, willkommen zu diesem Video. Ja, es ist mal wieder Antrittswelle im Riva. Warum? Ja, weiß auch nicht so recht. Ich habe ja vor nicht so langer Zeit, muss ich mal nachgucken, blende ich ein, die Antrittswelle am Riva gewechselt, vorne links. Von Meile, wie ihr wisst. Blende mal ein. Ja, jetzt das Problem. Die Vibrationen zwischen 80 und 100 km sind wieder da. Und wenn man hier so am Rad dreht, dann merkt man so pop, 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 pop. Radlager, denke ich mal, ist es nicht. Weil du hast hier gar kein Spiel drin, wenn er rum ist. Und man merkt auch, wenn man die Antriebswelle festhält. Also ich habe letztens aufgebockt den Wagen. Dann merkt man auch dieses Kok, Kok, Kok. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Antriebswelle, die neu ist. Deswegen habe ich mir jetzt noch eine geholt. Diesmal von SKF, die auch wesentlich teurer ist. Wir haben für die von Meile, haben wir, ich meine, muss einplanen, 100, 110 oder irgendwie, ne, ich glaube 90 oder so bezahlt. Auf jeden Fall war sie überraschend günstig. Die kostet fast 180. Ja. Aber selbst wenn es jetzt am Radlager liegen sollte, doch, nachdem ich sie getauscht habe, dass es nicht weg ist, haben wir noch ein anderes Problem mit der Welle, was ich nicht gerade für, ja, dafür spricht, dass ja, Qualität vorhanden ist. Sorry, Meile, aber das ist ein bisschen unterirdisch. Grundlegend einmal ist die Rostschutzvorsorge gut, es ist ein Vollmetallteil, aber ich finde es schade, dass man sich Lack und Pulverschicht ein bisschen geht nicht mehr spart, weil wie gesagt, die Antriebswelle ist gar nicht so lang drin. Schaut euch mal, wie die aussieht. Die sieht aus wie 20 Jahre drin. Hier, das mittlere Rohr ist total am Rosten. Die ganze Antriebswelle hier hinten, seht ihr, was da für ein Rost dran ist, das null vorsorgt. Jetzt weiter und guck mal, die Achsmanschette ist undicht. Da kommt Fett raus. Da oben hängt auch schon wieder was dran. Und zwar an dieser Stelle, wo die geknickt ist. Warum ist die geknickt? Hä? Keine Ahnung. Jedenfalls kommt da Fett raus. Und das ist schon für mich ein No-Go. Weil eine Antriebswelle, die ich komplett neu kaufe, kann ich nach ein paar Monaten die Antriebswelle kaputt haben. Deswegen geht die so zurück. Wenn ich mir mal die andere angucke, das Original Opel, die ist 2005 drin, Entschuldigung. Wie die aussieht. Ne? Die, weil die beschichtet ist. Das geht gar nicht. Gar nicht. So, die von SKF. Die hat auch außen blankes Metall. In der Mitte ist sie nur bestichtet. Des Weiteren hat die kein Tripod-Gelenk, sondern ein normales Gelenk innen. Ich habe sie in einer Fahrgestellnummer bestellt. Ich hoffe, sie passt. Keine Ahnung. Sollte sie aber. Von der Länge. Könnte es hinhauen, muss ich gucken. Das ist nicht auch so eine Sache, die mir jetzt erst gerade aufgefallen ist. Aber eigentlich soll es von der Länge passen. Hier ist sogar ein Splint dabei, nicht nur eine Kronmutter. Finde ich ganz cool. Also definitiv geht die Antriebswelle nach KZ-Teil 24 zurück. Mit der Beschreibung zwischen 80 und 100 km/h gibt Schläge. Sowie äußere Achsmanschette kaputt, rissig. Und ich werde reinschreiben, da das Auto gefahren werden muss und nicht gebraucht wird und nicht tagelang rumstehen kann, darf, habe ich mir schon andere Antriebswelle besorgt von anderen Herstellern und deswegen will ich das Geld zurückhaben, keine Antriebswelle wieder zugeschickt haben. Ja, ich weiß, Gewährleistung, zweimal dürften sie eigentlich nachbessern, aber soll ich das Auto jetzt, bis sie entschieden haben, ob das eine Gewährleistung ist oder nicht, jetzt eine Woche stehen lassen? Das ist das Problem natürlich mit Onlinehandel. Wenn ihr vor Ort gekauft habt, könntet ihr das morgens ausbauen zum örtlichen Händler hingehen und sagen, ich hätte gerne neue und dann kriegt ihr wahrscheinlich auch eine neue. Na, keine Ahnung. Wir bauen sie jetzt aus, tauschen gegen die. Gesehen habt ihr es ja schon. Ihr wisst ja, wie es geht. Das zeige ich überhaupt nicht mehr. Das ist Quatsch. Ich werde nur gleich nochmal filmen und gucken, ob das Radlager was hat. Aber das hat nichts. Du spürst hier nichts, wenn du dran wackelst und ziehst. Ich drehe mal am Radlager, ob diese Wupp, 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 Wupp nochmal da ist, wenn die Antriebswelle raus ist. Das kann ich ja gleich nochmal filmen. Und dann sehen wir uns eigentlich wieder, wenn die drin ist und wir eine Probefahrt machen eigentlich. Also, ne?
Weil mehr gibt's nicht dazu zu sagen. Dann verpacke ich das Scheißding nachher, wenn es raus ist. Und ja, kann ja mal vergleichen, wie die aussehen, wie die raus ist. So, aber jetzt fange ich mal langsam an. Wir sehen uns gleich wieder. Irgendwie ärgert mich dieses Auto. Mal eben Antriebswelle wechseln, kennt wohl jeder. Antriebswelle ziehen, raus, wie sie in einem Video gezeigt hat, neue Antriebswelle rein. Ja, hier nicht, ne? Zwar ist der Gelenk auseinandergeflogen, normalerweise sitzt, wie ich das ja gezeigt habe, an der Originalantriebswelle, hier vorne ein Sprengring. Einmal dran gezogen, wusch, Manschette durchgerissen. Ja, ich glaube, mit Rückgabe wird es nichts, obwohl ich der Meinung bin, das ist ein Materialfehler. Der Sprengring war im Arsch wahrscheinlich und deswegen ist sie gewandert und hat die Unwucht erzeugt. Das Problem ist nur, wie man vielleicht hier sehen kann, da sitzt schon ein Krimzang dran. Das Innergelenk steckt noch im Getriebe drin und kriegst zum Verrecken nicht raus. Du kannst nirgendwo ansetzen. Du kannst verziehen, aber nichts passiert. Also diesen Grund, das halbe Auto zerlegt. Guten Tag. Guten Tag. Da ist ein Anlasser. Halbe Auto zerlegt und wir jetzt versuchen, wenn ich den Diffdeckel abhabe. Gut, man könnte jetzt mal auch mal ein Wetzel machen. Direkt. Ob man von innen dann das Gelenk rausdrücken kann. Nur also bin ich der Meinung, das geht. Natürlich ist es bei diesem Auto sehr einfach, diesen Deckel zu lösen, weil die Ingenieure den Motorhalter drüber gebaut haben. Also muss der Motorhalter ab. Damit der Motorhalter ab kann, muss der Auspuff ab. Und eigentlich müsste auch das Schaltgestänge raus, um die Oberschraube vom Motorhalter zu lösen. Aber mit ganz viel Gefummel ging es doch. Ja, jetzt blutet der in aller Ruhe aus, weil wenn ich den Deckel jetzt mehr aufmache, habe ich eigentlich im Gesicht hängen und am Boden. Und da regt sich dann einer auf. Nein, aber deswegen ist er nur leicht angelöst, blutet jetzt aus, dann mache ich den auf. Hast du eigentlich noch für F13, F10 eine Diffdeckeldichtung? Müsste ich haben, ja. Sonst klebe ich den einfach wieder ein. Weil da sitzt auch nur ein F13 drin. Oder F15. Öl habe ich noch, habe ich geguckt, 2 Liter. Kann ich reinfüllen. Werde ich wahrscheinlich über die Kontrollbohrung, hier links Kontrollbohrung mit der Spritze rein, weil kommst oben in den Lüftungsnippel nicht dran, weil die ganze Gasanlage darüber gebaut ist. Ja. Und noch mehr baue ich nicht mehr ab. Ja, jetzt hoffen wir, dass die rauskriegen, die neue auch passen, reinkriegen und dann bauen wir alles zusammen. Gut, wie gesagt, Getriebeölwetze haben wir dann auch direkt gemacht. Ein bisschen verflucht ist dieses Auto. Entschuldige, wenn ich das aber... Achso, du willst... Auf der Haube steht's drauf. Opel? Opel. Gut, aber ja. Gut, ja. Einfach alles zu kompakt gebaut. Gut. Ja, insbesondere bei diesen Kompaktvans. Ja. Rutscht halt ja alles zum Teil unter die Armaturen. Ist ja bei dem außen unter der Spritzwand. Ja, deswegen war schon am Saphira A. Katastrophe. Kompliziert, ne, aber... Naja. Ja, ich melde mich dann wieder, wenn wir da mal reingucken können und vielleicht kriege ich die Antriebswelle raus. Sonst ja, weiß ich auch so langsam immer weiter. Ja. Getriebe tauschen. Die andere Option, ich bin noch ein paar im Lager. Ja. Ja, egal. Wir sehen uns wieder. Irgendwie, irgendwann. Oh Gott. Oh, ein Tropfen am Boden. Hier sehen wir jetzt ein Differential. Mit in der Mitte ein Differentialkorb. Links und rechts, ich mach mal Pfeile dran, guckt die Antriebswelle eigentlich rein. Also hier links sieht man die. Da, das ist die Antriebswelle, die reinguckt. Die linke und die rechte habe ich schon vorsichtig mit einem Klebeband umwickelt, einem Schraubendreher und einem Hammer. Einmal so tuck und dann ist sie direkt nach vorne gesprungen. Ja, und jetzt darf ich dreimal raten, was passiert, wenn ich hier dran ziehe. Ja. Nichts, weil nochmal nicht rausgeht. Warum? Die sitzt richtig fest drin. Na, jetzt müsste jetzt rausspringen. Aber die ist jetzt schon was gekommen. Ich glaube, wenn ich jetzt einmal dran ziehe, dann ist die raus. Moment mal. Tja. Dass ich nicht die Kamera drauf gehalten habe, aber hier ist sie. Also, es hat, diese Methode hat definitiv funktioniert. Jetzt das Licht aus dem Getriebe. Ja, wie gesagt, wenn ihr jemals dort habt, dass das feststeckt, bei den ganzen F-Getrieben, F10, F13, F15, F16, also alle F-Getriebe, so kriegt man im Notfall noch ein Gelenk raus. Ist ein bisschen Arbeit, aber besser als das nicht hinzukriegen. Ja, ich stecke jetzt als erstes die neue Antriebswelle rein und mache alles fest, um zu gucken, ob das passt. Schraube alles fest und dann beschäftigen wir uns mit dem Thema wieder,
dazu. Also wir beschäftigen uns nicht damit, weil das zeige ich jetzt nicht, das Ding zusammenzubauen wieder. Und dann gucken wir, ob das. Ja, kurz halt beschäftigen, Öl aufzufüllen, weil ich werde definitiv Öl über. Das ist die Ölstandsbohrung da. Da ist auch ein Magnet dran. Da. Direkt links neben meinem Finger. Und die drehe ich raus und über einen Spritzer und Schlauch fülle ich da Öl rein. Getriebeöl rein. Bis es da rauskommt, dann ist es voll. Weil oben in der Entlüftung, wie ich das ja schon mal gemacht habe, da komme ich nicht dran. Da die Gasanlage davor hockt. Und das kommt da einfach rein in die F-Getriebe. Ein 80 W90 habe ich noch fast 2 Liter. Sonst hat Marc bestimmt auch noch was. Also, wir sehen uns dann nachher wieder beim Öl auffüllen oder so. Ja, Leute, so sieht es jetzt aus. Ich muss jetzt aufräumen. Ich weiß nicht, wie das auseinanderfliegen konnte. Also wie gesagt, der Sprengring, hier vorne, da vorne ist jetzt eigentlich ein Ring drin, der verhindert, dass das rauskommt. Ne? Und der war in Einzelteil zerlegt und wahrscheinlich hat sich die Welle deswegen immer bewegt und das Schlagen verursacht und hat da innen was kaputt gemacht. Also wie es aussieht, ist er nicht so ein bisschen ramponiert. Keine Ahnung, wieso das passiert, gar nicht schade, weil teuer genug. Wie gesagt, die Manschette hier oben, die man ölt ja auch. Ja, ich werde ja, Ryan, ich schreibe mal Autodoc Kfz-Teil an, da ist hierher. Mal gucken, was die sagen dazu. Werde ich Fotos machen. Ja, aber auf jeden Fall ist wie erwartet das Schlagen weg. Also es hat geholfen, die neue Antriebswelle ist drin. Von SKF mit einem anderen Gelenk. Hat nicht dieses Tripod-Gelenk, sondern ein ganz normales Kugel. Keine Ahnung, wie man es nennt. Auf jeden Fall ein ganz normales Lager, wie wir es kennen von Antriebswellen. Immer verbaut waren. Mal schauen, ob das jetzt endlich weg ist. Ja, mal ein bisschen aufwendiger als gedacht. So eine Scheiße. Auf gut Deutsch gesagt. Aber so ist es manchmal. Manchmal, geht es nicht so, wie man denkt. Und dann ist man für eine Arbeit, wo man denkt, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dauert die, weil länger wird ein Antriebswellentausch nicht dauern, ist man jetzt fast fünf Stunden in der Halle. Ja genau, ihr habt es richtig gehört. Naja, wir haben es geschafft, das ist die Hauptsache, dass man zum Erfolg kommt und wie ich immer sage in anderen Videos, niemals aufgeben, irgendwann funktioniert es. Hat man ja wieder gesehen. Also, danke fürs Zuschauen, denkt dran, liken, teilen, kommentieren. Wie gesagt, ich räume jetzt die ganze Scheiße weg. Mach Fotos für Kfz-Teile und dann geht's endlich nach Hause. Boah, nein. Schon wird nervig.